und damit sind wir bei der Tabelle und die schaut im Augenblick so aus. Buntigammer Sturm führt mit 58 Punkten vor Rapid und dem FC Tirol mit je 56 Punkten und der LASK ist Achter mit 28 Punkten. Das ist die Situation nach dem Spiel von gestern. Und jetzt begrüße ich bei mir den Mario Krasnitzer und den Šeko Radović. Mario, es wird sehr viel über Legionäre gesprochen. Ist das ein Grund, dass Lustenau im Augenblick so schlecht dasteht, dass es eine bunt zusammengewürfelte Mannschaft ist? Nein, das sehe ich eigentlich nicht so. Ich glaube, wir verstehen uns recht gut. Wir haben 16 Legionäre, glaube ich, in der Mannschaft und das ist überhaupt kein Problem. Es ist einfach nur so, dass wir eben jetzt 17 Runden lang nicht gewonnen haben. Und ja, es ist alles zusammengekommen. Es sind Verletzungen da gewesen, es ist Pech da gewesen, es läuft einfach nicht. Aber ich glaube, das liegt sicher nicht an den Legionären. Würden Sie noch einen hohen Betrag in einem Wettbüro setzen, dass Lustenau nicht der Absteiger ist? Na klar, ich glaube, wir haben noch immer alles in eigener Hand. Wir haben das Derby noch zu Hause, es sind noch 8 Spiele offen. Und wir können da noch einige Punkte holen. Und wie gesagt, wir haben im Frühjahr eigentlich nicht so schlecht gespielt, bis auf das letzte Spiel gegen LASK, wo wir mit 5-0 untergegangen sind, waren immer knapp dabei. Und vielleicht dreht sich ja das Glück auf unserer Seite. Einige Punkte holen ist das Stichwort. Wie viele Punkte werden es heute? Ja, es sind 3 Punkte zum Vergeben. Wir werden sicherlich einmal probieren, 3 Punkte zu holen. Und wenn es zum Schluss einer ist, werden wir auch nicht unzufrieden sein. Danke vielmals. Šeko Radović, sehen Sie dieses Spiel als Schlüsselspiel auf dem Weg zur Meisterschaft? Das Schlüsselspiel nicht unbedingt, sage ich einmal, aber es wird jedes Spiel bis zum Schluss, glaube ich, sehr, sehr wichtig sein, so wie das Spiel heute, glaube ich. Aber wie gesagt, es geht für beide Mannschaften um sehr, sehr viel. Und ich glaube, dass für jede Mannschaft, glaube ich, ein Punkt zu wenig sein wird. Zumindest für uns wird es sicher zu wenig sein und wir werden heute sicher auf Sieg spielen. Sie sind ja sozusagen der Aufsteiger in dieser Frühjahrssaison. Tolle Performance bisher. Haben Sie sich das ungefähr so vorgestellt, wie Sie den Wechsel zu Rapid unternommen haben? Gehofft auf jeden Fall, sage ich jetzt einmal, aber dass es dann im Endeffekt so gut rennt, mit denen hat, glaube ich, keiner rechnen können. Aber wie gesagt, ich bin in der Mannschaft sehr gut integriert worden, sehr akzeptiert von den Spielern, vom Präsidium, vom Trainer und ich habe ganz einfach sehr viel Spaß momentan und das sieht man, glaube ich, auf dem Spielfeld. 6 Tore bisher. Hat sich vielleicht auch schon Otto Baric bei Ihnen gemeldet? Nein, noch nicht, aber wie gesagt, es fällt mir momentan, sage ich einmal, sehr schwer, jetzt über das Nationalteam zu sprechen, weil vor ein paar Wochen noch habe ich nicht gewusst, ob und wie es bei mir weitergeht. Und wie gesagt, es fällt mir momentan sehr schwer. Ich bin froh, dass bei Rapid momentan so gut läuft. Und wie gesagt, ich lasse das Ganze auf mich zukommen. Danke vielmals an die beiden Herren, dass sie kurz vor dem Spiel noch bei uns waren. Es ist hier ein bisschen regnerisch, zum Unterschied. Im Osten ist es ja Frühlingshaft, schaut es da etwas besser aus. Und bei Rapid ist im Augenblick überhaupt alles eitel Wonne. Trainer Heribert Weber sitzt fest im Sattel und er kann in Ruhe arbeiten, hat die beste Frühjahrsmannschaft unter sich zurzeit. Dabei sollte er ja nach 14 Runden abgelöst werden. Mittlerweile hat sich das alles beruhigt und auch aufgrund seiner starken Trainertätigkeit ist Rapid wieder auf dem Weg zur Tabellenspitze. Heribert Weber und Rapid auf der Siegerstraße. Die Bilanz im Frühjahr kann sich sehen lassen. 6 Spiele, 5 Siege, ein Unentschieden, 16:1 Tore. Das ist einfach zu erklären. Wir haben im Sommer eine sehr kurze Vorbereitung gehabt und vor allem die kreativen Spieler, die dazugekommen sind, ich denke dann Dove und Savicevic, haben überhaupt keine Möglichkeit gehabt, eine Vorbereitung mitzumachen. Und nachdem man ja weiß, dass vor allem kreative Spieler vom Laufvermögen her optimal vorbereitet sein müssen, hat man natürlich bei dem 3-Tages-Rhythmus, bei den vielen Spielen, die wir im Herbst auch international zu machen hatten, gesehen, dass wir eben dann einen Einbruch hatten. Ein Blick zurück, Oktober 99. Nicht nur die Fans sind gegen Weber. Nach dem Aus im Europacup und 4 sieglosen Spielen in der Bundesliga will die Rapid-Führung eine einvernehmliche Trennung von Weber. Dieser lehnt jedoch ab. Und ich glaube, unter diesen Voraussetzungen tut er sich selbst keinen guten Dienst, denn ich glaube, er kann wirklich keine Leistung bringen. Der Disput als Wende. Rapid 6 Monate später. Das ist so wie in einer Familie ein reinigendes Gewitter. Das war der Fall. Es sind jetzt viele Dinge, die
einvernehmlicher passieren, die so passieren, wie sich der Verein vorstellt. Trotzdem ist so ein Bild Seltenheit. Wir haben ein sehr gutes Arbeitsverhältnis. Ich würde sagen, wir haben ein korrektes Arbeitsverhältnis. Wir sind beide sehr lange in diesem Geschäft. Wir wissen, um was es geht. Es war eigentlich kein Grund da, uns zu versöhnen, denn wir hatten auch zu dem Zeitpunkt keinen Streit. Ich glaube halt, dass man, wenn man ein korrektes Arbeitsverhältnis hat, wo man dem einen oder anderen auch einmal Unangenehmes sagt oder unbequem ist, dass man da viel mehr produzieren kann und viel mehr Positives herausholen kann, wie wenn man zum Beispiel mit einem so gut Freund ist, dass man vielleicht vieles vergisst oder vielleicht nicht mehr sagt, obwohl es notwendig wäre. Herbert Weber, ein Mann mit wenig Kompromissbereitschaft, aber ein Mann mit der Bereitschaft zu lernen. Wenn man Erfolg haben will, dann muss man seinen Weg gehen und es gibt natürlich viele Einflüsterer, die glauben halt, das, was sie sagen, ist das Bessere. Man darf nicht so sein, dass man nichts aufnimmt. Ich bin immer in meinem Leben bereit gewesen zu lernen und ein Mensch, der aufhört zu lernen, glaube ich, ist am Ende seiner Tage. Und auch das Ende als Rapid-Trainer ist in weite Ferne gerückt. Derzeit muss sich Weber nicht nach einem neuen Arbeitgeber umhören. Es fühlen sich momentan bei uns alle wohl. Vielleicht will es nicht jeder hören, aber bei uns ist das Klima in allen Ebenen derzeit sehr, wirklich ausgezeichnet. Und natürlich tut da der Erfolg das Einige dazu beitragen. Wenn es eben nicht so wäre, wäre es wahrscheinlich etwas schwieriger. Aber auf allen Ebenen eine ausgezeichnete Stimmung und vor allem, was zu verspüren, ist eine Aufbruchstimmung. Ja, und dieser Herbert Weber ist morgen auch Gast in Sport am Sonntag, 18.30 Uhr, ORF 1. So, und in Kürze geht es jetzt hier im Reichshofstadion zu Lustenau wirklich los. Und der Kommentator, das ist Thomas. Willkommen jetzt auch von hier oben zum Spiel heute zwischen Memphis Austria Lustenau und dem SK Rapid Wien. Eine Partie, die eigentlich für Totospieler nur einen Tipp zulässt, Tipp 2. Wenn da nicht diese beiden Niederlagen in der vergangenen Saison gewesen wären für die Hütteldorfer, die möglicherweise sogar den Titel gekostet haben. Worum geht es heute? Für Rapid natürlich auf den Weg zurück zur Tabellenspitze. Lustenau will den letzten Tabellenplatz abgeben. Und wenn es ein Remis wird, dann trifft beides nicht zu. Allerdings am positivsten auf Seiten der Hütteldorfer die Bilanz 2000. 6 Spiele, 5-mal gewonnen, ein Remis, Sie haben es gehört. 16:1 die Tordifferenz. Demgegenüber steht die 8 Monate dauernde Sieglosigkeit der Lustenauer, die zudem auch noch personelle Sorgen haben. Und darum schauen wir uns jetzt gleich mal die Aufstellungen an. Zuerst zur Heimmannschaft, haarige Angelegenheit auf Seiten von Memphis Lustenau, vor allem in der Offensive. Dort fehlt nämlich Tamas Stiefenbach. Echtheld wird sozusagen einzige echte Sturmspitze sein. Auf der rechten Seite unterstützt ihn über die Flanke Marcelino. Gehen wir zurück ins Tor. Mario Krasnitzer, der Kärntner, wird dort wieder im Tor stehen. Libero Pastor vorgezogen. Kartemann, Grüner, Benecker, Theo Grüner, der Tiroler, wohl heute mit einer Sonderaufgabe gegen Dejan Savicevic. Und dann haben wir im Mittelfeld Oluk Bodi, Prinzen, Daniel Bresic ist noch mit dabei und natürlich Michael Botrei. Er ist die verlässlichste Größe. Das war Roger Prinzen. Er ist der verlässlichste Mann, sowohl in der Offensive wie auch in der Defensive. Marcelino mit Verletzungssorgen zu Beginn dieses Jahres. Jetzt muss er wieder ein bisschen auf die Zähne beißen. So ganz ist seine Rückenverletzung nicht auskuriert, aber wie alle Brasilianer technisch ausgesprochen stark. Und wie immer hier in Lustenau, gute Stimmung. So oft kann die Mannschaft, hat man das Gefühl, gar nicht verlieren oder gar nicht gewinnen, als das nicht immer Riesenbegeisterung hier in der Lustenau Heimstätte zu sehen wäre. So. Die Gäste aus Hütteldorf im Tor natürlich mit Ladislav Meyer, mit Peter Schöttl als Libero, Schießwald und Christoph Ratajczyk wieder mit dabei als Verteidiger. Wimmer, Freund, Sala, Lagonikakis, stabiles Mittelfeld, auch wenn es da zwei Ausfälle gibt mit Dovi und Wettel. Savicevic, Radovic und Wagner heute die Offensivkräfte.
Dazu ein Wort zu Macidi, der wird auf der Bank sitzen. Und das ist das Geburtstagskind von heute, Oliver Freund. 30 Jahre wird er alt. Herzlichen Glückwunsch dazu. Seit längerer Zeit fixe, feste Größe bei den Hütteldorfern. Der kampfstarke Deutsche, heute wird er also 30. Geburtstagskind gibt es übrigens auch auf Seiten der Lustenauer. Pavao, 26, hockt aber vorerst auf der Bank. Und das sind zwei gute Freunde, Dejan Savicevic und der Lustenauer Trainer Goran Stanisavljevic, die haben gemeinsam 2 Jahre gespielt in Montenegro in der ersten jugoslawischen Liga und kennen sich natürlich bestens. Werner Winkelbauer, 44-jähriger Bundesliga-Schiedsrichter, heute mit der Leitung dieser Partie betraut. Er führt die beiden Mannschaften aufs Feld. Schon die 184. Bundesliga-Partie heute des Schiedsrichters aus der Steiermark. Ja, die Lustenauer haben es ganz, ganz schwer, vor allem mit der Konkurrenz im eigenen Ländle. Nach 98 Bundesligaspielen, seit man oben ist, erstmals am letzten Tabellenplatz wieder gefunden. Keine leichte Aufgabe heute also für Amo Benecker, den Kapitän der Lustenauer und seine Mannen. Und die Hütteldorfer, angeführt von Kapitän Peter Schüttel, sind vorgewarnt, denn auch die anderen beiden Konkurrenten im Titelkampf haben sich sehr schwer getan hier in Lustenau. Tirol nur 1:1 gespielt, Lustenau heuer nur knapp, Sturm nur knapp hier 1:0 gewonnen. Toll oder eben gegen Brandenberg ist 90 Minuten lang. Unsere Mannschaft ist so richtig. Wir bleiben so. So, Jack Hens Rapid hat den Aufwurf gewonnen und wir sind gleich wieder für Sie da. Ein Leuchtfeuer, ein Feuerwerk wollen heute hauptsächlich die Lustenauer entzünden. Rapid rechnet allseits, oder bei Rapid rechnet man allseits mit einer anfangs vorsichtigen, kontrollierten Spielweise, warten auf die Fehler. Der Gegner, und da haben wir Gerd Wimmer, der hat schon einmal auf einen ganz frühen Fehler warten können mit Erfolg. Er hat nämlich hier das allerschnellste Tor der Bundesliga-Geschichte erzielt. Vergangene Saison. Er soll es verhindern, Mario Krasnitzer. Damals war er nicht im Tor, sondern Martin Unger. Und damals hat Gerd Wimmer nach sage und schreibe 13 Sekunden getroffen. So, sieht ein bisschen der Rauch hinweg über das Reichshofstadion in Lustenau. Ein bisschen unfreundliche Temperaturen. Die werden hier den Nebel wohl bald wieder etwas erlichten. Und dann kann Schiedsrichter Werner Winkelbauer diese Partie freigeben. Ich habe schon gesagt, die Lustenauer haben einen ganz schweren Start natürlich in dieser Saison bekommen mit dem Lokalrivalen aus Bregenz, der derzeit in der Tabelle auch noch vorne liegt. Und die lange Negativserie schon angesprochen bei den Lustenauern. Darum hat Trainer Stanisavljevic gemeint, die Hütteldorfer kommen eigentlich genau recht. Savicevic mit der ersten Möglichkeit. Und das war schon diese Unsicherheit, die es immer wieder im Spiel der Lustenauer in der Abwehr gibt. Da ist die Mannschaft noch nicht auf dem Posten. Theo Grüner einen Schritt zu spät und Savicevic trifft nicht voll. Dazu Krasnitzer mit dem linken Fuß dran. Ganz gefährliche Situation schon in der ersten Minute. Ecke Savicevic. Und Oluk Bodi mit einem Befreiungsschlag. Das wäre nicht das schnellste Tor der Geschichte gewesen, aber eines der schnellsten in dieser Saison. Ja, Theo Grüner diesmal wieder kurz vor Savicevic gestanden. Also scheint sich wirklich hier um eine Manndeckung zu handeln. Theo Grüner bleibt bei Dejan Savicevic. Trainer Goran Stanisavljevic von der Lustenauer Austria gemeint, der kann auch 89 Minuten abtauchen, der Dejan.
dann schlagt er einen guten Pass, der die Partie entscheiden kann. Darum bekommt er eine Manndeckung. Den lasst man keine Sekunde bei uns aus den Augen. Foul an Radovic. Von ihm hier, von Harald Kartemann. Erfahrener deutscher Zweitligaspieler aus Düsseldorf und Dejan Savicevic beim Freistoß. Wieder ganz gefährlich. Es gibt Abstoß. Ich glaube, Kapitän Amon Benecker hat den Ball per Kopf über die Querlatte befördert. Ja, guter Beginn für Savicevic. Selber eine Riesenchance gehabt. Nicht klar zu sehen, aber keine Reklamationen. Benecker somit wohl als letzter am Ball gewesen. Und Kartemann dazwischen. Ja, wäre Kartemann im Abseits gestanden. Das Foul von Theo Gröner. Da den Fuß am Bizeps des Montenegriners oben gehabt. Theo Grüner. Sein Debüt hat er damals im Rapid-Dress gegeben. Und hat auch etliche Partien für Tirol gegen Rapid gespielt. Aber gewonnen hat er gegen die Hütteldorfer nur im Dress der Grün-Weißen von Lustenau. So, Freistoß ziemlich weit draußen, über 30 Meter, wie immer. Ja, guter Pass von Pastor. Butra hat sich da gut und korrekt gelöst, nicht im Abseits gegen Wimmer. Aber nach 5 Minuten erst der erste kleine Entlastungsangriff der Lustenauer, 5 starke Anfangsminuten auf Seiten des Rekordmeisters. Bateitschik zum zweiten, dritten Mal schon viel Platz auf seiner Seite. Radovic, Wimmer. Ja, und dann noch Unsicherheit, vielleicht auch noch etwas Nervosität im Spiel der Lustenauer. Diesmal war es eigentlich der rechte Flügelstürmer Marcelino. Da haben wir ihn, der da hinten mit ausgeholfen hat. Leroy Echtelt, die 9 bei den Lustenauern, wie angekündigt. Einzige Sturmspitze, Presic jetzt. Vorbei an Sala und dann rettet buchstäblich in letzter Sekunde Schießwald. Ja, und Presic sieht für diese Attacke die gelbe Karte. Ja, hat da wohl eine auf Schienbein bekommen vom Slowenen. Ja, in der Hitze des Gefechts hat er sich den Ball da zu weit vorgelegt. Naja, die Chance an den Ball zu kommen hat er bestimmt gehabt. Diese Entscheidung doch ziemlich hart
Ganz bestimmt keine Absicht, aber sei es drum. Erste Verwarnung in dieser Partie, Minute 7. Daniel Bresic, er übrigens der einzige Internationale auf Seiten von Memphis Lustenau. Hat ein Länderspiel absolviert gegen die Polen. Derzeit natürlich nicht erster Kandidat für die EM-Mannschaft, aber so ganz, hat er mir gesagt, hat er seine Hoffnungen noch nicht begraben. Benecker aus, immer gefährlich diese Rückpässe auf dem wirklich schlechten Rasen hier im Reichshofstadion, sehr holprig, sehr uneben. Freund. Echtheld. Bresic, Echtheld. Ah, gut, schnell gespielt diesmal von den Lustenauern und das Foul von Peter Schöttl. Und auch dafür gibt es die gelbe Karte. Ja, diesmal ist die Chance, an den Ball zu kommen, deutlich geringer. Diese Verwarnung wohl korrekt. Freistöße von der rechten Seite sind bei den Lustenauern ein Fall für deutschen Linksfuß, für Michael Butrei. Roger Prinz natürlich vorne mit drinnen. Savicevic gegen Grüner. Von Butrei und wieder der Griff ins Hosentascherl bei Schiedsrichter Werner Winkelbauer. Dritte Verwarnung schon, noch keine 10 Minuten gespielt, betroffen diesmal Michael Butrei. Ja, kann man absolut geben, von hinten hineingefahren, bisschen seitlich. Absolut vertretbar auch diese Verwarnung. Tut Schiedsrichter Winkelbauer wirklich gut daran, auch bei solchen Attacken frühzeitig durchzugreifen. Savicevic. Gut geschossen, aber nicht platziert genug für Mario Krasnitzer. Er fängt den Ball beim ersten Mal. Sehr sicher immer der Schlussmann, der Lustenauer macht kaum Fehler, ist vor allem auswärts bei den Auswärtsspielen seiner Mannschaft viel unter Druck und hat sich schon einige Male in dieser Saison groß auszeichnen können. Savicevic gegen Grüner. War eigentlich auf den ersten Blick nichts zu sehen. Da hat sich der Star bei den Hütteldorfern da vielleicht ein bisschen wehgetan. Ja, er zeigt an, er muss gewechselt werden. Es war kein Foul, da hat er sich selbst beim Lauf, beim Zweikampf hinten wohl eine kleine Muskelverletzung zugezogen. Greift sich sofort hinten an den Oberschenkel. Das ist natürlich Pech für die Hütteldorfer. Kleiner Reppler von hinten, aber der war natürlich nicht schuld von Theo Grüner. Und Dejan Savicevic begibt sich schon Richtung Outlinie auf der anderen Seite. Währenddessen der Freistoß. Lagonikakis.
Und Macidi wärmt auf. 12. Spielminute. Vorzeitiges Ende von Dejan Savicevic. Kann man nur hoffen für die Hütteldorfer, dass diese Verletzung nicht schlimmer ist. Dass ihnen ihr ganz großer Denker und Lenker in der Offensive nicht für die letzten Spiele, für die so wichtigen Spiele im Titelkampf nicht zur Verfügung steht. Foul diesmal von Ratajczyk. Abseits, noch ist der Wechsel nicht angezeigt. Gidi vielleicht noch nicht warm. Lagonikakis, Verzeihung, René Wagner im Abseits. So, jetzt der Wechsel, also Savicevic hinaus, Macidi ins Spiel, Dejan Savicevic, der heute zum 9. Mal in Folge gestartet wäre. Das ist für ihn, hat er gesagt, absoluter Rekord, auch bei Milan und bei Roter Stern und bei sonstigen Clubs hat er das nicht zu Wege gebracht. Jetzt ist er draußen mit einer Oberschenkelverletzung und der Iraner Farhad Macidi im Spiel beim 4:0 beim GRK hat er gefehlt wegen seines Engagements in der Asien-Cup-Qualifikation. Butrei. Ecke. Ladislav Meyer da nicht zufrieden mit der Zuteilung. Aber dann keine Mühe für ihn, der gegen Lustenau in dieser Saison noch ohne Gegentreffer ist. Drei Partien hat es gegeben. 1-0, 2-0 und 4-0. Die Ergebnisse jeweils für die Grün-Weißen, die heute in Rot-Weiß spielen. Dem Deutschen Roger Prinzen sonst eher selten. Da ist er wieder. Macidi, Wimmer, Macidi und Benecker hat gut aufgepasst. Ja, der Marathonmann hat übrigens am meisten Minuten von allen Max-Bundesliga-Spielern in allen bisherigen Partien im Einsatz und insgesamt nur einmal 4-5 Minuten vor Schluss ausgewechselt worden, der erfahrene holländische Kapitän bei der Lustenauer Austria. Oliver Freund. Macidi, nicht ungefährlich.
Feld. Ja, große Probleme noch im Spielaufbau bei den Lustenauern. Man merkt eindeutig das Fehlen vor allem von Tamas Tiefenbach in der Offensive, der dann doch immer ein, zwei Gegenspieler auf sich gezogen hat. Auch Clemens Zwanenberg, der erfahrene Holländer, bei einer Knieverletzung heute nicht mit dabei. Er vor allem ein zweikampfstarker Mann, das schmerzt natürlich. Und Ratajczyk immer wieder mit Platz auf der linken Seite. Gerd Wimmer. Ein missglückter Versuch, das sich nicht ärgern kann passieren. Er wird wohl eine neue Rollenverteilung auch taktisch jetzt geben bei den Lustenauern. Savicevic nicht mehr mit dabei, damit Theo Grüner sozusagen neuer Freiraum. Zuletzt hat er sich bei der Deckung von Macidi auch mit Banner, mit Benecker ein bisschen abgewechselt. Ziemlich hartes Foul von Pastor gegen René Wagner. Bleibt aber ohne Folgen diese Attacke. Aber der Tscheche bleibt liegen, hält sich da ein bisschen am Kopf. Ja, der verlässlichste Scorer gegen die Vorarlberger in allen drei Partien heute, heuer in dieser Saison, genau genommen getroffen. Jelko Radovic, ihm muss man fast schon gratulieren. Gegen eine so starke Offensivformation, wie sie die Hütteldorfer derzeit zur Verfügung haben, mit Savicevic, mit Macidi und mit René Wagner, ist er ganz bestimmt nur als vierter Stürmer draußen gesessen und hat eigentlich warten müssen. Hat seine Chancen bekommen als Joker und vor allem genutzt. Und jetzt ist er wieder von Anfang an dabei, Jelko Radovic. Minuten sind um. Feldvorteile für seine Mannschaft, ganz klar. Eine Chance durch Savicevic, jetzt echt hält. Und das war die bisher beste Möglichkeit auf Seiten der Lustenauer. Leroy echt hält. Aus Walwick gekommen. Da haben wir es noch einmal schnell geschossen. Routinierter Mann, der allerdings vielleicht schon seinen Zenit ein bisschen überschritten hat. Es fehlt ihm wohl an Schnelligkeit, aber mit guten Pässen, gutem Gefühl und leider für die Lustenauer auch einem guten Ellbogencheck. Den hat er heuer, wie er sagt, unabsichtlich, aber wie es die Schiedsrichter gesehen haben, doch absichtlich zweimal schon ausgefahren und hat zweimal rot gesehen. In den Luftduellen kein angenehmer Gegenpart dieser Leroy Echtelt.
natürlich niemand, aber da haben sie auch ein Kernproblem im Spiel der Lustenauer gesehen. Da gab es kurz die Möglichkeit, schnell direkt zu spielen. Dort fehlt aber eben der Zug nach vorne. Der Zug aufs Tor, wie ihn ein Tamás Tiefenbach, der Ungar, eben hat. Schüttel auf viel Platz jetzt auf der rechten Seite. Grüner hechtet. Resic. Und wieder warten. Macidi. Gegen Grüner. Und es gibt Freistoß für Lustenau. Marcelino ist geschoben worden von René Wagner. Naja, beide ein bisschen, aber Oedeldorfer, der Rapidler, hat da drüber gegriffen, zuerst mit dem Mann. Insofern die Entscheidung von Schiedsrichter Winkelbauer absolut in Ordnung. Schüttel mit dem Fehler. Echtelt. Und Freund klärt vor Daniel Bresic. Über die Querlatte zur Ecke. Na, schwerer Patzer gewesen von Peter Schüttel. Zu leicht der Rückpass. Und das Geburtstagskind klärt für seinen Kapitän. Da haben wir es. Echtelt 3 Meter vor Ladislav Meyer am Ball. War der Winkel dann für den Direktschuss schon zu spitz. Bresic. Kartemann. Benecker. Lustenauer ziehen sich wieder weit zurück. Und das Vorhaben von Kapitän, Verzeihung, von Trainer Goran Stanisavljevic war das Spiel seiner Mannschaft, der von Heribert Weber, ein bisschen zu zerstören. Das ist teilweise gelungen, würde ich meinen. Aber noch hält natürlich seine makellose Bilanz. Aber das war ein wichtiges taktisches Vorhaben der Lustenauer, das Spiel der Hütteldorfer zu zerstören. Die Wiener zwar die klar bessere Mannschaft bis dato, aber ist eine wirklich nennenswerte Chance. Wurde gefault von Ratajczyk. Ja, noch wartet er auf sein Erfolgserlebnis. 7 Spiele, kein Sieg. Die Lustenauer ein Spiel mehr in diesem Jahr. Ein Nachtragsspiel war noch offen. Und Lustenauer auch seine erste Station als Cheftrainer. War ja eine Zeit lang in Ried bei den Innviertlern Co-Trainer. Und vor allem im Herbst noch als Spieler bei den Lustenauern unter Vertrag und seit diesem Jahr eben auf dem Trainersessel.
wäre durchaus ein Freistoß für die Lustenauer zu pfeifen gewesen. Da war ein Rempler von Lagonikakis mit im Spiel. Sala. Das gibt Abstoß. Ja, richtig. Schiedsrichter Winkel. Winkelhofer hat da korrekt urgiert oder korrigiert vielmehr. Schiedsrichter Winkelbauer natürlich, Verzeihung, hat da seinen Assistenten overruled. Schlechtes Stellungsspiel von Benecker. Und das ist das 1:0. René Wagner in der 29. Minute. Patzer von Amo Benecker. Und der Tscheche lässt sich diese Chance nicht entgehen und trifft auch im vierten Saisonduell mit den Lustenauern wiederum. René Wagner. Saisontreffer. Nummer 15, super gemacht, aus vollem Lauf. Ja, hoch über Krasnitzer hinweg, schauen wir noch einmal. Ball nicht abgefälscht vom Prinzen. Ja, vielleicht Mario Krasnitzer auch einen Hauch zu weit aus dem Tor heraus gestanden, hat nicht ganz unhaltbar ausgesehen, dieser Schuss, aber war gut gemacht. Knappe halbe Stunde gespielt und die Hütteldorfer jetzt hier im Reichshofstadion mit 1:0 in Front. Ändert natürlich alles auf Seiten der Lustenauer. Die Zerstörungstaktik muss aufgegeben werden. Jetzt ist Produktives nach vorne gefragt. Ja, an der Hose hinten klar gehalten. Schießwald, natürlich muss es dafür die gelbe Karte geben und gibt es auch. Nächste Verwarnung in dieser Partie. In Summe die vierte, zwei auf jeder Seite. Günter Schießmalt, diesmal der Sünder. Da sehen Sie es ganz genau, der Griff hinten zur Hose von Leroy Echtert. Alex Pastor. Aufgestützt in diesem Fall von Benecker, der oft eigentlich mit nach vorne geht bei Standardsituationen. Aber er hat den Gegentreffer verschuldet. Schlechtes Stellungsspiel. Und dann gut gemacht von René Wagner. Saisontreffer Nummer 15 von ihm zum 1:0 und wohl schwer zu halten, aber vielleicht doch nicht ganz unhaltbar gewesen, dieser Schuss. Grenzen.
Da haben wir wieder Dejan Savicevic, ist da kurz behandelt worden. Jackerl über den ledierten Oberschenkel. Schaut da seiner Mannschaft von der Ersatzbank aus zu, aber schmerzlich natürlich sein Verlust. Heute wird man es vielleicht noch verkraften können. Da hat sich auch der Torschütze jetzt ein bisschen wehgetan, zum zweiten Mal schon. Ja, regnet wieder leicht hier im Reichshofstadion. Mal Regen, dann wieder keiner. Der Rasen auf alle Fälle ein bisschen rutschig und ohnehin schlecht. Und der Freistoß von Ratajczyk. Strammer Schuss, deutlich drüber. Zuletzt aber hat er getroffen gegen den GRK. Und zwar auch ein Freistoßtor war es heute. Also kleines Debüt, kleine Premiere, Verzeihung, 80. Bundesligaspiel. Und er ist schon froh, dass er überhaupt wieder im Dresdner Hütteldorfer mit dabei ist. Nach seiner schweren Verletzung, Achillessehne zweimal gerissen. Jetzt ist er wieder mit dabei. Marcelino. Alle Brasilianer stark am Ball. Und auch noch ein bisschen abgehoben. Aber auch das können ja die Südamerikaner bekanntlich besonders gut. Also sehr gute Stimmung auch bei den Lustenauer Fans. Das ist der Sektor der Heimischen hier. Doch hat man die Sympathie natürlich lange nicht aufgegeben. 0-1 hinten. Renzen. Ah, der Deutsche ein bisschen mehr geschoben. Mit Freistoß für Rapid. Steht die Rapid-Abwehr sehr sicher, sehr gut. 5-6 Mann hinten, da gibt es eigentlich für die 3-4 aufgerückten Lustenauer Spieler dann kein Durchkommen mehr. Machidi gegen Prinzen. Einwurf von Lagonikakis. Nicht präzise genug das Kurzpassspiel der Lustenauer und in letzter Konsequenz die Hütteldorfer auch zweikampfstärker in diesen ersten 37 Minuten.
Und die Hütteldorfer haben eigentlich alles richtig gemacht in dieser ersten Spielhälfte. Gar nicht lange auf Konter gespielt. Die Lusern haben sich zurückgezogen, also hat man versucht, das Spiel zu machen. Und eine der ersten Chancen dann. Und viele waren es insgesamt noch nicht. Wurden genutzt. Und somit führt man mit 1:0 in Lusern. Ja, da wälzt sich jetzt Schießwald am Boden, hält sich das Gesicht. Ja, nicht klar zu sehen im ersten Moment, aber wahrscheinlich Ellbogen oder Arm im Laufduell ins Gesicht bekommen. Bresic dort und entschuldigt sich schon ein bisschen. Ja. Das war kein echtes Laufduell, da hat Vater den Ellbogen eigentlich unnötig aus. Aber es hat anschließend das Shake Hands gegeben, also auch Schießwald scheint davon keine Absicht auszugehen. Gelbwürdig war es allemal, aber der Slowene kommt auch nicht voran davon. Echtelt war korrekt, war im Abseits, ist zwar aus dem Abseits herausgelaufen, aber die Fahne war schon oben. Ja, immer viel, viel Platz, jetzt auf der rechten Seite zu Beginn des Spiels, mehr auf der linken Seite. Macidi, Radovic, bringt er den Ball nicht mehr herein. Drei davon als Joker und drei Tore, zuletzt eben zwei gegen den GRK hat er geschossen, hat er von Anfang an auf dem Feld gestanden. Ist also sich seinen Startplatz im Team von Heribert Weber zuletzt schon erkämpft hat. Ja, im Augenblick hat man ein bisschen das Gefühl, die Hütteldorfer können zuwarten, wollen zuwarten. Tun nicht mehr als nötig und Lustenau scheint auf neue taktische Anweisungen zu warten des Trainers, weil da muss personell natürlich komplett umgestellt werden. Ah, Foul von Grüner, schöner Pass von Sala war das auf Macidi. Das Ganze natürlich außerhalb, keine Frage, aber das gibt die nächste Verwarnung in dieser Partie. Nein, gibt gleich die rote Karte. Das kann nur heißen Torraub. Theo Grüner draußen in der 42. Minute. Und Macidi scheint sich da auch noch wehgetan zu haben. Aber mittlerweile sitzt er auf. Naja. Als letzter Mann könnte man es interpretieren, denn Grüner steht hinter Macidi und hat dann natürlich freie Bahn auf Krasnitzer. Der Ball war vielleicht schon ein bisschen weit vorgelegt. Harte Entscheidung, aber sicherlich keine Fehlentscheidung.
Der Ausschluss gegen Theo Grüner kurz vor der Pause. So, er steht zwar, der Iraner, die Stulpen hinuntergestülpt. Und die Sorgenmine von Goran Stanisavljevic. Jetzt muss er erst wieder umdenken, mit einem Mann weniger. Mehr als eine Hälfte gegen die Hütteldorfer bei 0-1 Rückstand. Wird heute ganz, ganz schwer werden für die Lustenauer, ihre sieglose Serie zu beenden. Freund beim Freistoß, Ratajczyk steht dort. Christoph Ratajczyk. Super geschossen. Viel Gefühl, genau flach aufs lange Eck gezirkelt, noch besser die Parade von Mario Krasnitzer. Aufsitzer, auch das gefährlich, schöner Freistoß von Christoph Ratajczyk. Und die vierte Ecke. Und gleich die nächste hinten nach. So, da sehen Sie, der Fuß eingebunden von Dejan Savicevic. Ob das ein Eisbeutel ist, wäre fast nicht nötig. Kalt genug. Und noch einmal der herrliche Aufsetzer-Freistoß von Ratajczyk. Und ebenso gut die Parade von Mario Krasnitzer. Allzu viele Chancen hat es nicht gegeben in diesen ersten 45 Minuten auf Seiten der Hütteldorfer. Und das ganz unschöne Szene von Lagonikakis haut dann noch einmal voll auf den Ball und trifft Chide Olukbodi. Herbert Weber kostet nur ein Lächeln, zeigt an, einer der Seinen sei gezogen worden am Hosel, aber es geht weiter mit Freistoß Lustenau, Roger Prinzen. Allzu viele Chancen hat es nicht gegeben für die Hütteldorfer, aber eben ein Tor durch René Wagner und eigentlich keine einzige echte Chance auf Seiten seiner Mannschaft. Nur Leroy Echtelt mit einem Versuch aus spitzem Winkel. Und Eckball. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Ersten Spielhälfte. Alles drinnen im Strafraum. Prinzen! Super Kopfball, schön gemacht. Und Ladislav Meyer erstmals da wirklich mit letztem Einsatz eingreifen müssen. Schöne Ecke von Michael Butrei. Und Roger Prinzen im Zurückspringen, wuchtiger Kopfball, nicht platziert genug. Ladislav Meyer auch in möglicherweise untertemperiertem Zustand immer Herr der Lage. So, jeden Moment wird hier Schlusspfiff, Pausenpfiff ertönen. Das war der Pausenpfiff, 1:0 die Führung für die Hütteldorfer durch das Tor von René Wagner in der 29. Minute.
Und seit der 42. Minute die Lustenauer nur noch zu 10th. Durch die torraubrote Karte von Theo Grüner am durchgebrochenen Magidi. Und seine Serie hält an René Wagner. Mit der Torschützenkrone wird sich heuer vielleicht nicht ausgehen. Da scheint Savicevic, Verzeihung, Vastic schon ziemlich voraus. Und damit gleich hinunter zu Hans Huber. Ja, und bei mir ist der Peter Schöttl 1:0. Ein Mann in der Überzahl. Kann das noch einmal gefährlich werden? Natürlich ganz gefährlich werden, denn Lustenau ist sehr stark bei Standardsituationen und bei diesen weiten Hartenwürfen. Wir brauchen dringend so ein zweites Tor und ich hoffe, dass wir es dann schon bald schießen werden. Rapid hat sich einigermaßen schwer getan zu Beginn, weil Lustenau so laufstark ist oder warum? Ja, ist ganz klar, Lustenau kämpft um die Existenz und es war uns von vornherein klar, dass es nicht leicht wird. Wir haben dann auch ein paar Fehler hinten gemacht und darum ist es recht ausgeglichen gewesen. Aber ich denke, die Führung ist jetzt dann am Schluss doch, geht doch in Ordnung. Okay. Was sagen Sie denn dazu? Denn gerade die Lustenauer sind ja das Beispiel, dass man auch mit sehr vielen Legionären spielen kann. Ich glaube, dass hier sich der Präsident einfach zu wenig Gedanken macht. Ein Verein wie Lustenau würde liebend gerne die österreichischen Talente nach Lustenau holen. Nur sind diese für uns einfach nicht zu bezahlen. Die Legionäre sind günstiger? Die Legionäre sind günstiger. Man kann natürlich nicht mit lauter Talenten spielen, aber ich kann Ihnen Beispiele nennen. Lustenau hat den Mur verpflichtet. Einen Monat später kommt der Lask, damals noch mit Rieger, bietet dem Spieler das Vielfache am Gehalt. Gradkorn bekommt mehr Ablöse, obwohl er bei uns schon einen Vertrag hatte. Der Spieler ist weg. Dasselbe bei Pawlowski war unmöglich zu halten, auch er ging nach Linz. Auch die Tiroler, die uns als gutes Beispiel vor Augen geführt wurden, können sich einfach die teuersten jungen Spieler leisten. Und sie leisten es darum, weil unser Ligapräsident natürlich diese Vereine sponsert, ohne die wäre das Ganze gar nicht möglich. Dieser Vorwurf geht komplett ins Leere. Aber ist es nicht so, dass auch der Weg mit den Legionären jetzt möglicherweise in den Abstieg führt? Das ist gut möglich, aber ohne Legionäre wären wir gar nicht nach oben gekommen. Sie haben ja gesehen, ich bin prinzipiell für junge Österreicher. Wir haben den Andi Lippa, den Joachim Moizzi. Wir haben gute junge Wiener nach Lustenau geholt, wo die in Wien nicht Fuß fassen konnten. Und sobald die hier arriviert wurden, sind die Großen gekommen und haben uns diese Leute weggenommen. Gut, kommen wir jetzt auf das Spiel von heute. Wie sind Sie bisher mit Ihrer Mannschaft zufrieden? Trotz Rückstand numerisch unterlegen jetzt. Die Chancen sind gering geworden, oder sehen Sie das anders? Die Chancen sind gering geworden, aber wir werden kämpfen. Ich hoffe, dass der Goran Mut beweist und alles riskiert. Wir können nicht mehr viel verlieren. Ich hoffe, dass ein kleines Wunder geschieht. Im Moment läuft natürlich alles gegen uns. Wir hatten 5 Jahre nur Sonnenschein bei Austria-Spielen. Heuer regnet es permanent bei unseren Heimspielen. Ein Traumtor zwar von Wagner, aber er hält einmal drauf ein Tor. Schauen wir uns dieses Tor vielleicht an. Beginnen wir unsere Analyse mit diesem Tor von René Wagner. Es war nach einem Fehler der Lustenauer Abwehr. Da ist er. Schönes Tor, aber... Ein wunderbares Tor, aber es gelingt ihm natürlich nicht jede Woche und momentan einfach alles in Lustenau. Ja, wir haben dieses Tor jetzt noch einmal in der Zeitlupe gesehen und hier noch einmal eine Einstellung. Sehr schön getroffen, unhaltbar für Krasnitzer. Ja, und dann gab es diese rote Karte. Wie haben Sie die rote Karte gesehen, zu vertreten? Ich glaube, dass man sie wahrscheinlich geben kann, aber wenn man ein bisschen Fingerspitzengefühl hat, ich glaube nicht, dass sie Rapid umgekehrt bekommen hätte. Aber wenn man unbedingt will, glaube ich, kann man sie geben. So, da kommt sie. Da war dieses Foul. Schauen wir uns das noch einmal an. Hier der Pass auf Machidi, dann die Attacke von Grüner. Wenn Sie das in diesen Bildern sehen, bleiben Sie bei Ihrer Meinung? Ich bleibe dabei, es war ein Foul. Man hätte den Spieler auch ermahnen können. Ich glaube, umgekehrt hat es bei Rapid auch schon 2 solche Dinge gegeben, die nicht geahndet wurden. Im Anschluss daran, das haben wir auch noch gesehen, dieser Freistoß von Ratajczyk war sehr ordentlich geschossen, gut gehalten von Torhüter Krasnitzer. Wie gesagt, der Spielstand ist 1:0 für Rapid hier in Lustenau. Und Herr Präsident, wenn Sie jetzt setzen würden, würden Sie noch viel Geld auf Ihre Mannschaft setzen? Was heißt, meinen Sie jetzt das Spiel oder ja, den Klassen? Das Spiel, das Spiel. Ja, sicher würde ich nicht allzu viel setzen. Ich habe vor dem Spiel nichts gesetzt.
Aber die Hoffnung bleibt und ich hoffe einfach, dass wir das Spiel vielleicht auch noch wenden können. Sie sehen es immer noch, gute Stimmung im Reichshofstadion. Die Fans hier gehören wirklich zu den treuesten in ganz Österreich. 17 Spiele die Mannschaft schon sieglos und heute bedarf es wohl eines kleinen Fußballwunders, wenn Lustenau das Match noch drehen will zu 10 gegen den Rekordmeister, der 1-0 führt durch das Tor von René Wagner. Die Mannschaften sind schon wieder da. Darf gespannt sein, was sich da Trainer Goran Stanisavljevic auf Seiten der Lustenauer überlegt hat oder überlegen wird, denn auf den ersten Blick mache ich keine Änderung bei Regen im Lustenauer Spielerkader aus. Und da haben wir Macidi und René Wagner schon am Anspielpunkt. Die beiden sind also wieder mit dabei. Bei den Hütteldorfern hat es ja schon die eine Veränderung gegeben. Savicevic verletzungsbedingt schon nach 12 Minuten aus dem Spiel. Für ihn ist Macidi gekommen, der eine lange, strapaziöse Reise hinter sich hat. War ja in der abgelaufenen Woche mit seinem Nationalteam des Iran gegen die Malediven in der Asien-Cup-Qualifikation im Einsatz. 3:0 übrigens für den Iran. Macidi hat nicht gespielt. Heute spielt er, ist sogar früher aufs Feld gekommen, als Herbert Weber geplant hat. Planmäßig dagegen für den Rekordmeister der Spielstand. 1:0 die Führung. Und wenn es dabei bleibt, Rapid wieder Tabellenführer. So, ein bisschen schmerzverzerrt blickt er schon rein. Also so ganz harmlos dürfte die Verletzung am Oberschenkel vielleicht doch nicht sein. Freund. Presic. So, Oluk Bodi jetzt sowas wie die Einmannspitze derzeit. Prinzen ein bisschen nach hinten beordert. Das sind vorläufig die einzigen Umstellungen auf Seiten von Memphis Lustenau. Ja, Information mittlerweile gekommen. Was ist Dejan Savicevic passiert? Muskeleinriss am Oberschenkel, dort wo er sich jetzt hingreift, das hört sich nicht besonders gut an. Könnte natürlich auch Probleme geben für das nächste Programm der Hütteldorfer. Ried zu Hause, dann Tirol auswärts, Sturm daheim und dann das Derby. Also in den nächsten 3 Wochen wird der Montenegriner ganz besonders benötigt und sollte da ausfallen, wäre das extrem bitter für Rapid. Ah, da hat sich der Deutsche eindeutig fallen lassen. War nie und nimmer ein Elfmeter. Sala. Hat er Platz. Guter Schuss und dann Krasnitzer zur Stelle und fast wäre der Ball daran noch Radovic vor die Beine gefallen. Schuss von Sala, gar nicht schlecht angetragen. Die Abwehr von Krasnitzer. Wagner war schon vor dem Ball und von hinten hätte Radovic da fast noch geerbt.
Wimmer. Er spricht auch eine deutliche Sprache. Machidi unterdessen abseits, also deutliche Feldvorteile für die Hütteldorfer. Auch jetzt natürlich den Ball laufen lassen mit einem Mann mehr. Butrei, schön gespielt. Herrlich, vorbei an Schöttl. Gut gemacht. Abschluss leicht mangelhaft, war natürlich schwer. Trifft er den Ball nicht mehr voll. Er hat zuletzt getroffen beim 2:0 Sieg im Mai vergangenen Jahres. Ja, da rutscht er mehr zum Ball, kommt nicht mehr voll zum Schuss und Ladislav Meier schon in Position. Benecker. Marcelino. Lagonikakis. Vier zu vier in Ecken. Marcelino. In der heutigen Partie haben sich die Lusern eigentlich sehr viel erwartet, vor allem weil man eigentlich ohne Druck spielen kann. Niederlage zu Hause gegen die Hütteldorfer wäre trotz der langen Negativserie kein Problem. Und mit einem Sieg könnte man viel an Sympathieverlust, natürlich womöglich auch an Terrainverlust gegenüber Bregenz wettmachen. Insofern kommt der Rekordmeister genau zum rechten Moment, hat Goran Stanisavljevic gemeint. Gültig ist es natürlich nach Spielschluss nur, wenn zumindest was Zählbares, sprich wenigstens ein Punkt herausschaut. Derzeit 1:0 für die Hütteldorfer. 11 gegen 10 Mann auf dem Feld. Wimmer schmuggelt sich da vorbei. Schön gemacht. Und noch eine Möglichkeit. René Wagner war's. Da hat sich Wimmer wirklich aus vollem Lauf gut vorbeigeschwindelt. Schießt dann Parade von Krasnitzer. Von hinten hat dann noch einmal René Wagner die Möglichkeit zum Schuss, aber trifft nicht voll. Radovic. Machidi. Ja, auch mit einem Mann weniger überlassen die Lustenauer derzeit zu viel das Feld und vor allem zu viel Platz in wichtigen Offensivkräften wie eben Radovic, wie Machidi. Die einzige Offensivkonsequenz aus dem Rückstand bei den Lustenauern derzeit mit Cide Olukbodi. Zweite echte Sturmspitze neben Echtheld aufgeboten. Zu Marcelino auf der rechten Seite, gefoult von Lagonikakis. Ja, ganz klares Foul. Freistoß Pastor. Prinzen. Riesenchance für den Deutschen. Ecke.
Und schon kommt wieder Stimmung auf bei den Lustenauer Fans. Rateitschik verlängert auf Prinzen. Und dann wird Lagonikakis, nein, Schießwald war es. Ein bisschen angeschossen, Eckball, Daniel Bresic. Und jetzt gibt es Abstoß. Luftkampf da, schon aufgrund der Körpermasse unterlegen. Alex Marcelino gegen Rateitschik. Da haben wir es noch einmal. Schöner Freistoß, da verlängert der Pfann Schießwald. Dann schießt Prinzen und trifft Schießwald, der hinten noch ein bisschen das Fersal ausgefahren hat. Aber das war eine gute Möglichkeit. Der Konter. Gegenangriff auf Seiten Rütteldorfer René Wagner. Sahler. Noch einmal zurück, der Ball. Ja, und er ist heute auf dem Rasen der erfolgreichste Bundesliga-Torschütze für Lustenau. Der Rekordtorschütze Tamás Stiefenbach, wie gesagt, fehlt. Ungar hält schon bei 17 Treffern, aber hat sich im Cup-Spiel gegen Braunau das Nasenbein mehrfach gebrochen. War auch nur ein offener Bruch, musste operiert werden. Und fällt zumindest einmal für 3 Wochen aus. Die Lustenauer hoffen ihn für das große Ländle-Derby gegen Bregenz am 29. April wieder fit zu bekommen. Eine Partie, auf die natürlich alle Fußballfans in Vorarlberg schon waren. Wagner, Radovic! Herrlich gemacht! Ja, dann war der Ball schon über der Linie und es gibt Ecke. Guter Reflex von Krasnitzer, aber schön direkt gespielt. Wagner auf Radovic, der hätte fast seinen 7. Saisontreffer gemacht. Das war wieder Wagner auf Radovic, diesmal nicht ganz so schön. Abstoß vom Tor der Lustenauer. Nicht schlecht gedacht für Daniel Bresic, der Ball. Vorlage von Oliver Freund war einen Tick zu weit für den Torschützen, für René Wagner. So, Wechsel auf Seiten der Lustenauer aus dem Spiel. Daniel Bresic, der einiges schuldig geblieben ist und auch schon eine Verwarnung kassiert hat. Für ihn kommt jetzt der teuerste Spieler, den Lustenauer je erworben hat. Pavao, Marcelo, Pereira, Moreira, ganz genau. Vom FC Sao Paulo. 5 Millionen Schilling hat er gekostet. Aber viel, viel schuldig geblieben, auch lange Zeit verletzt. Ein Mann, der in der ersten brasilianischen Liga schon mit vielen großen Namen gespielt hat. Aber allein mit Technik
ist in der Bundesliga nichts zu holen. Pavao eigentlich in jedem Spiel, das er bislang absolviert hat, mit großen Zweikampfschwellen. Vielleicht macht das heute besser. Wagner. Machidi. Wir in Pavao. Schön gemacht. Ja, da sehen Sie, seine große Stärke. Spielerisch brillant. Olukbodi. Jetzt muss er schießen. Tut das auch und kann selber kaum fassen. Südamerikanisch-afrikanische Koproduktion. Olukbodi. Dann vorbei an Freund, vorbei an Ratajczyk und vorbei am Tor. Hat nicht viel gefehlt, aber schon die zweite gute Möglichkeit für die Lustenauer nach Seitenwechsel, also in Unterzahl. Und der erste Auftritt von Pavao hat es auch in sich gehabt. Da haben gleich drei Rapidler relativ alt ausgesehen. Ja, Schrecksekunde für die Hütteldorfer. Partie noch lange nicht gegessen. Gute Stunde jetzt um 1:0. Die knappe Führung für den Rekordmeister. Abseits. Ja, Wagner war es, glaube ich, nicht. War eher Machidi. Benecker. Da sehen Sie noch einmal die tolle Einlage von Pavao. Der tolle Pass auf Olukbodi. Der macht dann auch noch alles richtig. Zuerst Freund und dann Ratajczyk ins Leere. Und der Schuss knapp ein halber Meter vorbei. U21-Team in seiner Heimat in Nigeria hat er schon absolviert. GD. Wagner. Ah, war nicht ungefährlich. Ein Lustenauer zuletzt mit dem Kopf am Ball. Eckball Nummer 7 für Rapid. Alex Pastor hat da unfreiwillig verlängert in Richtung langes Eck. Ja, auf einmal René Wagner völlig frei, auch Radovic links daneben noch ganz alleine gelassen. Wimmer mit der Vorlage. Schießwald hochgestiegen, aber ein bisschen überrascht vielleicht auch gewesen, René Wagner in dieser Szene. Läuft Lagonikakis mit. Schlechter Pass. Olukbodi im Laufduell mit Ratajczyk. Auch
auf Echtelt und dann Günther Schießwall im letzten Moment dazwischen. Aber jetzt auch spielerisch gute Momente, ganz starke Momente auf Seiten von Memphis Lustenau. Markus Schneidhofer, der U21-Nationalspieler Seitner Lustenauer, macht sich parat. Das ist eine Einwechslung. Ich könnte mir vorstellen, dass da Leroy Echtelt oder Marcelino hinausgehen. Zuvor aber noch der Wechsel bei den Wienern. Roman Wallner kommt ins Spiel für Macidi. Also, dritter Bundesliga-Einsatz. Einmal hat er schon 20 Minuten gegen die Lustenauer gespielt. Heute werden es sogar 25. Und nimmt gleich vorne die Position von Macidi ein. Freistoß von Ratajczyk. Im Spiel. Ich kann mir vorstellen, dass Macidi wohl noch etwas müde ist von den langen Reisestrapazen. Vielleicht war sein Einsatz gar nicht unbedingt vorgesehen. Und jetzt der Wechsel auch bei den Lustenauern. Ja, Leroy Echtelt geht hinaus. Gibt ein bisschen Pfiffe auf den Rängen. Schneidhofer kommt ins Spiel. Echtelt, ein Mann, der auch viel in dieser Saison schuldig geblieben ist. Er ist kein echter Topscorer, sondern mehr ein Vorbereiter. Heute für seine Verhältnisse durchaus eine ansprechende Leistung. Ah, das ist ein Foul von Benecker. Gegen René Wagner, der auch schon vor der Pause da zweimal ziemlich ordentlich bedient wurde. Ja, ganz klares Foul. An und für sich auch gelbwürdig. Wimmer. Ja, das war schon fast ein taktisches Foul von Roger Prinzen, wenn es denn eines war. Die Gestik vom Deutschen lässt wohl darauf schließen, dass er Wimmer da der Schwalbe beschuldigt. Naja, hat ihn eher berührt am Fußspitzerl, aber viel Kontakt war da nicht hergestellt. Vielleicht hat er selber nicht vorne beim Fußballschuh gespürt. Wie auch immer, Freistoß, 20 Meter die Distanz, Christoph Ratajczyk. Steckt gar niemand anders dort. Poli wird schießen. Diese ersten knapp 25 Minuten der zweiten Spielhälfte sind wohl nicht so ganz nach dem Gusto von Heribert Weber verlaufen. Seine Mannschaft mit einem Spieler mehr hat den Lustenauern aber deutlich bessere Chancen gelassen als vor der Pause.
Aber wie immer, es ist für die Mannschaft, die personell überlegen ist, nicht leicht, das Spiel zu machen. Der Gegner steht tiefer hinten mit drinnen. Nur was nicht passieren darf, einem Titelaspiranten ist dann zuletzt noch in einen Konter hineinzulaufen. Wagner. Schön gemacht und dann fallen lassen. Schiedsrichter Winkelbauer fällt nicht drauf rein. Zahler. Der Schrei kam von Harald Kartemann, aber der steht schon wieder. Böser Blick. Ja, Jürgen Zahler mit gestrecktem Fuß hinein, auch das mehr als nur gelbverdächtig. Und Schiedsrichter Winkelbauer notiert sich da unten auch was. Also Verwarnung in Minute 70, zu Recht für die Nummer 12 von Rapid, für Jürgen Zahler. Dritte Gelbe schon für die Hütteldorfer, neben Zahler vor der Pause Schöttl und Schießwald, aber ohne Folgen für das nächste Spiel. Wieder ein Fehler von Benecker. Riesenmöglichkeit Radovic. Wallner auf René Wagner und der legt ideal vor für Željko Radovic. Das kann er selber kaum glauben. Das hätte schon fast die Vorentscheidung sein müssen. Roman Wallner schön gesehen, gut bedient, René Wagner und dann Radovic. Okay, kann vorkommen, vielleicht der Ball auch noch leicht versprungen auf dem, wie Herbert Weber meint, schlechtesten Rasen der Bundesliga. Prinzen, aber Schießwalder gut aufgepasst. Zwei Riesenpatzer nacheinander, René Wagner, Roman Wallner. Und diesmal ideal zur Stelle. Benecker. Zu oft haben die Lustenauer Tore durch solch dumme Fehler bekommen in dieser Saison. Diesmal ist es gut gegangen. Mit etwas Glück und dann zum Schluss mit gutem Stellungsspiel von Benecker. 12 gegen die 12. Abstoß. Sechs Jahre zweite deutsche Bundesliga, Michael Buttrey, zuletzt aus Lübeck gekommen, aus der Regionalliga Nord. Vom Namen her natürlich Nobodies, die sich die Lustenau in den ein, zwei Jahren vor allem aus Deutschland geholt haben, aber durchaus erfahrene Spieler. Ein Roger Prinzen etwa hat schon drei Jahre erste deutsche Bundesliga gespielt mit Wattenscheid. Thank you.
Ja, der Tabakkonsum wird wohl in diesen letzten 15 Minuten weiter steigen beim Lustenauer Trainer. Ja, auch das sehr rüde Attacke gegen René Wagner. Naja, sieht jetzt eigentlich harmloser aus, vor allem hält er sich vorne irgendwo am Bauch. Auf der Seite wird natürlich von den Lustenauer Fans ausgepfiffen. Hat er vielleicht einen Schlag auf die Rippen bekommen? Zu sehen war in der Zeitlupe dann eigentlich nicht wirklich was. So, Rapid Viertelstunde eingeklatscht von den gut und gern 200 grün-weißen Fans, die aus Wien hierher ins Ländle gereist sind. Momentan hat sich die Reise gelohnt, wie es aussieht. 1:0. Was dabei bleibt, sind die Hütteldorfer wieder Tabellenführer. Aber gleichzeitig diese letzte Viertelstunde auch die beste Zeit in dieser Saison bei den Lustenauern. Benecker, Marcelino. Die Betreuerbank steht bei den Hütteldorfern. Von Entwarnung noch keine Spur. Alles korrekt. Freund Lagonikakis. Das gute Einsatz von Butrei. Alles sauber, alles korrekt. In der letzten Szene haben die Hütteldorfer wieder eigentlich alles richtig gemacht, den Ball laufen lassen mit einem Mann mehr. Und in den letzten Minuten davor deutlich vermisst. Tajcik. Und Abseits ist angezeigt. Von der Seite hat sich ein bisschen nach Pferdekusa angesehen. René Wagner diesmal gegen Harald Kartemann. Ja, von hinten Schlag mit dem Knie auf den hinteren Oberschenkel.
Aber wer gut einstecken kann, kann auch gut austeilen. Ball war schon draußen. Etwas mehr als 10 Minuten noch zu spielen. Ecke für die Lustenauer. Butrei. Und Larry Meyer gut aus seinem Tor heraus. Liegt Prinzen da und auch Ladislav Meyer. Also der Deutsche hält sich den Kopf auf alle Fälle. Hat er da vielleicht die Faust des Rapid-Goalies auch ein bisschen abbekommen. Ja, mit der Schulter am Anschluss endlich am Kopf erwischt. Aber die Aktion von Meyer absolut sauber, keine Frage. Er krümmt sich da auch ein bisschen. Nach 10 Minuten muss er noch auf die Zähne beißen. Bleibt dann vielleicht ohne Gegentreffer gegen die Lustenauer in dieser Saison. Ah, wieder ein Foul von Wagner gegen Kartemann. Dieses Duell haben wir jetzt schon des Öfteren gesehen. Pavao. Auf Landsmann Marcelino. Lautstark der deutsche Routinier, kopfballstarker Mann auch, da müssen die Hütteldorfer aufpassen. Und jetzt gibt es gleich einen weiten Einwurf von Harald Kartemann. Guter Einsatz von Pavao, Schneidhofer. Dann vertrippelt er sich, aber die Lustenauer bleiben zu Hause der unangenehme Gegner. Die Tiroler haben hier in diesem Jahr nur ein 1:1 geholt. Marasek mit Gelb-Rot verloren und das war ein Foul. Natürlich von René Wagner an Armand Benecker. Und auch Sturm hat hier in Lustenau nur knapp gewonnen, 1:0. Damals hat Sergej Juran rot gesehen. Das war bei dem Linienrichterassistenten, das Vogel gezeigt hat. Sie erinnern sich vielleicht noch. Und auch Rapid, auch der dritte Titelaspirant, hat heute alles andere als eine leichte Aufgabe hinter sich. Das noch nicht ganz. Sehr intensives Duell, aber da hilft kein Jammern. Solange der eine hält, sollte auch der andere halten. Sonst ist man bestimmt zweiter Sieger. Beste Chance für die Hütteldorfer nach der Pause, jene von Radovic. Ein, zwei andere recht gefährliche Szenen hat es noch gegeben, aber in Summe doch zu wenig gegen 10 Mann des Tabellenschlusslichts.
Luke Body. Also da war der Vorteil eigentlich schon weg. Wagner gegen Benecker. 1 gegen 1. Marcelino hilft aus. Lagonikakis lässt sich natürlich Zeit. 5 Minuten noch zu spielen im Reichshofstadion. 5 Minuten, dann sind die 90 zumindest um. Und Oliver Lederer macht sich bereit. Pavao. Prinzen, Pavao. Guter Schuss mit links von Marcelo Pavao. Zu Deutsch der Pfau. Schießt er gleich, da fehlt gar nicht so viel. Die Hütteldorfer müssen weiter zittern. Gut abgelegt vom Prinzen. Sofort abgezogen. Da wäre Ladislav Meyer wohl schon geschlagen gewesen. Pastor auf Prinzen. Das war alles sauber. Gut gespielt von Günther Schießwald. Radovic. Abseits. Wow, Marcelino. Steil auf Schneidhofer, zu steil. 2,5 Minuten noch zittern. Oliver Lederer schon an der Seitenoutlinie bereit. Und auf Foul entschieden. Gegen die Lustenauer. Jürgen Sahler aus dem Spiel. Oliver Lederer hinein. Das Ganze nach 88 Spielminuten. Und es gibt noch einmal Freistoß für die Hütteldorfer. Sehr gemächlich natürlich jetzt das Tempo. Oliver Freund, Roman Wallner. Gut gespielt, nicht im Abseits, aber kleiner Annahmefehler bei René Wagner. Pavao. Lagonikakis.
So, gleich sind die 90 Minuten um. Foul von Wagner. Entschuldigt sich da geschwind, um zumindest Reue erkennen zu lassen und so die gelbe Karte in der Hosentasche von Schiedsrichter Winkelbauer zu lassen. 3 Minuten Nachspielzeit wird außen angezeigt. Wallner. Direkt auf Kartemann. Wimmer. Da war kein Foul im Spiel, da ist Wimmer selber über den Ball gerutscht. Bisschen drauf gestanden. Da haben sie es. 3 Minuten Nachspielzeit im Reichshofstadion. Und seit der 29. Minute führt Rapid mit 1:0 durch den Treffer von René Wagner. Der auch jetzt wieder beim Freistoß parat steht. Große Distanz. Drüber. Teitschek nur weit weg. Wallner zudem im Abseits, aber es gibt Einwurf. 2 Minuten noch. Gedrückt von Prinzen. Freistoß für die Hütteldorfer. Und dann Radovic trifft das leere Tor nicht. 2 Riesenmöglichkeiten hat er gehabt. Željko Radovic, da ärgert er sich, verständlich. 2 Tore hätte er eigentlich machen müssen in dieser zweiten Spielhälfte. So bleibt es beim 1:0 und so bleibt es bei 60 Minuten weiter zittern bei den Rot-Weißen. Lederer. Diesmal Foul von Roman Wallner. So ein Angriff geht sich vielleicht auf Lustenauer Seiten noch aus. Benecker eilt nach vor. Der Patzer von Krasnitzer. Bisschen ausgerutscht da. Und auch überrascht natürlich Radovic. Kartemann noch einmal mit dem Ball weit nach vor. Schüttel, Radovic. Und das war's. Schlusspfiff hier im Reichshofstadion. 1:0 Erfolg für die Hütteldorfer, was zur Pause nach einer vermeintlich leichten Aufgabe ausgesehen hat, ist noch deutlich schwieriger geworden, nämlich hier den Auswärtserfolg, den geplanten Auswärtserfolg beim Schlusslicht einzufahren. René Wagner, er war der Matchwinner heute mit seinem 1000-Gulden-Schuss vor der Pause in der 29. Minute nach schwerem Patzer von Amo Benecker. Er hält jetzt bei 15 Saisontoren und hat seine Mannschaft damit wieder an die Tabellenspitze geschossen. Željko Radovic, er hätte seine Mannschaftskollegen und Trainer Herbert Weber schon viel früher erlösen können. Schon einer knappen Stunde mit einer Riesenchance und kurz vor Schluss hätte er den Deckel wirklich zumachen können. Aber war hier wohl überrascht bei dieser Riesenchance. So bleibt er bei 6 Saisontreffern. Summa summarum geht der Sieg natürlich in Ordnung. Die spielerisch klar bessere Mannschaft hat gewonnen. Das Schlusslicht aus Lustenau hat sich gut aufgebäumt mit einem Mann weniger, hat durchaus Chancen gehabt. Nach der Pause hier noch eine kleine Sensation, nämlich
zumindest einen Punkt zu holen, in numerischer Unterlegenheit gehabt. Hat aber nicht geklappt. Rapid hat gewonnen und damit hinunter zu Hans Huber. Ja, Gönstal Danislavovic, ist es für Sie doppelt bitter, dass diese starke Leistung nicht belohnt wurde? Ja, natürlich ist es bitter. Aber wenn man nimmt, dass wir so lange Zeit mit einem Spieler weniger gespielt haben, dass wir nur 1:0 mit viel Glück auch verloren haben. Also ich kann den Vorwurf an meine Mannschaft nie geben. Sie haben alles gegeben, sie haben gekämpft. Und Rapid ist auf 3 Punkte gekommen und das geholt. Dieses Tor für Rapid, war das Ihrer Meinung nach ein Glückstreffer? Ja gut, ich habe gesehen den Fehler von meinem Kapitän Benecker, der sehr schlechte Schätzung gehabt hat. Und er hat den Ball geschenkt zu Wagner und er hat das super gemacht. Wir haben dieses Tor hier jetzt noch einmal eingespielt bekommen. Hier ist die Zeitlupe, der Haken und dann der Schuss. Torhüter Krasnitzer schuldlos? Ja, keine Chance für ihn. Also er hat den Ball so toll erwischt, dass er davon nicht halten. So, das war also die erste Szene, die wir Ihnen gezeigt haben. Die zweite ist der Abschluss, die rote Karte. Und auch da wollen wir natürlich wissen, ob er Ihrer Meinung nach gerechtfertigt war, der Ausschluss. Ja, wenn er ihn geschlagen hat, ich glaube nichts gesehen, jetzt noch einmal. Jetzt ja, ich glaube schon, ja. Ja, war in Ordnung, war natürlich die zweite entscheidende Szene in diesem Spiel. Ja, also, sehr sportlich, Trainer gibt zu, war eine rote Karte. Und jetzt begrüße ich auch den Heribert Weber, nein, Sie bleiben noch bitte bei uns. Was sagen Sie denn zu dem Spiel? Überwiegt jetzt der Ärger, dass es nicht Ihnen leichter gemacht wurde? Oder freuen Sie sich mehr über die 3 Punkte? In unserer Phase ist natürlich sehr wichtig, dass wir die 3 Punkte gemacht haben, aber wir hätten die zweite Halbzeit um einiges höher gewinnen können und natürlich, wenn es nur 1:0 steht, bleibt es bis zum Schluss spannend. Wir haben es spannend gemacht, vielleicht die Spieler haben es spannend gemacht für mich, also auf der Bank war es sicher heute nicht so einfach. Ja, das haben wir bemerkt, wir haben Sie ein bisschen beobachtet dabei. Wir wollen aber gleich zu den Szenen in der zweiten Hälfte gehen und da gab es zunächst einmal eine ganz große Möglichkeit für die Lustenauer. Dribbling von Pavao. Oleg Bodi mit dieser Riesenchance. Herbert Weber, ist Ihnen da das Herz ein bisschen stehen geblieben? Ja, natürlich. Wenn man nur 1:0 führt und dann für Lustenau so eine Gelegenheit da ist, dann ist natürlich immer sehr gefährlich. Aber auf der anderen Seite hätten wir auch Tore schießen können, viel mehr als nur das eine. Zu denen kommen wir noch. Warum tritt immer wieder dieses Phänomen auf? Eine Mannschaft führt 1:0, ist einen Mann mehr und kann dann diese Überlegenheit doch nicht umsetzen. Ich glaube schon, dass wir sie umgesetzt haben, nur haben uns die Tore gefehlt. Die Chancen haben wir rausgespielt. Lustenau hat in zweiter Halbzeit hinten Mann gegen Mann gespielt, ohne Absicherung. Wir haben dann 4, 5 sehr, sehr schöne Tore. Schauen wir uns eine davon gleich einmal an. Šeko Radović. Ich glaube, da haben Sie den Torschrei schon mehr oder weniger auf den Lippen gehabt, ne? Es war ein bisschen ein Pech auch dabei, genau wie er schießen wollte, ist ihm der Ball versprungen. Ja, so hat es auch für uns ausgesehen. Wir sehen es hier noch einmal. Ehrlich gemacht natürlich auch vom René Wagner. Ja, ja. Sehr schön. Und dann gab es noch eine schon in der Nachspielzeit. Das hätte die endgültige Entscheidung sein können. Wieder Radović nach einem Fehler von Torhüter Krasnitzer. Und irgendwie trifft er nicht ins leere Tor. Kann aber alles passieren, nicht? Ja gut, der Radović hat die letzten Spiele so viele Tore für uns geschossen. Wir haben 1:0 gewonnen. Vielleicht hebt das es für die nächsten Spiele. Symbolik am Tag danach.
Rapid im siebten Himmel, der GRK am Boden zerstört. Vor den einstmals roten Teufeln fürchten sich in Tagen wie diesen nur die eigenen Fans. Die Rechnung, mangelndes Zweikampfverhalten plus Fehlpassorgien ergibt in Summe ein eindeutiges Ergebnis. Wenn die Spieler am Platz, ich sag's jetzt einmal ganz krass, Arsch spielen, muss leider mal der Trainer das Handtuch werfen. So mutiert ein Nachwuchstrainer zur Zwischenlösung Nummer 2, während sich die ehemalige Nummer 1 über den Erfolgsdruck so seine Gedanken macht. Auch der Präsident ist von Ergebnissen abhängig und genauso wie der Trainer. Und die Ergebnisse haben wir nicht gebracht. Und vor allen Dingen, eben, wenn man es sehr hoch verliert, wie wir das zweimal getan haben, dann ist das natürlich sicherlich ein Grund, um darüber nachzudenken, sich zu trennen. Und wir reimen schüttelnd. Sind die Fans einmal nicht mehr lieb, Herr Peter auch nicht lange im Amte blieb. Man hat gesehen, dass einige Fans gegen mich protestiert haben. Ich kann da sicher nicht zur Tagesordnung übergehen. Man muss daraus die Konsequenzen ziehen. Ich werde mich jetzt in aller Ruhe nach einem Nachfolger umsehen. Möchte aber betonen, dass ich den Verein nicht von heute auf morgen fluchtartig verlassen werde. Das will ich nicht machen. Ich werde sicher auch heuer noch eine Generalversammlung einberufen und eine Vertrauensfrage stellen. Und sollte sich vorher ein Nachfolger finden, der den Verein führen kann, werde ich sicher bereit sein, den Sessel zu räumen. Geradezu symptomatisch Tor Nummer 4 am gestrigen Abend. Ein, wie unsere virtuelle Radarmessung beweist, Schusserl von Radajczyk findet dank fachkundiger GRK-Anleitung den Weg ins Tor. Bleibt also nur die Hoffnung, dass sie in den Köpfen wieder frei werden, dass sie versuchen, Fußball zu spielen und was das Wichtigste ist, auch Zweikämpfe zu gewinnen. Innerhalb eines halben Jahres hat er den Sprung vom Buhmann zu Every Rapid Stalin geschafft. Die gestrige Wende zugunsten der Grünen wird dank einer gelungenen Rechts-Mitte-Koalition mit roter Unterstützung herbeigeführt. Ammerhaus und Wimmer teilen sich den Assist zu Wagners 1:0. Was mich zuversichtlich stimmt, ist das, dass wir endlich einmal gesagt haben, dass wir auswärts unsere Stärke ausspielen können und nicht nur daheim. Das haben wir gestern eindrucksvoll bewiesen. König Radogol II. Nimmt sich neuerlich fürsorglich der Seinen an. Auch gegen seinen Ex-Club ist Jelko Radovic für seinen neuen Arbeitgeber erfolgreich. Der Trainer gibt mir, wie gesagt, das Vertrauen, das macht sehr viel aus. Ich habe einen Spaß wieder und es sieht man, glaube ich, am Spielfeld. Ein Mann, der im Frühjahr bei 6 Kurzeinsätzen 6 Tore erzielt und dabei im Schnitt alle 37 Minuten erfolgreich ist, dürfte es wohl nicht schwer haben, die Zweifler zu überzeugen. Ich bin ja mit keinen Vorschusslorbeeren, sage ich jetzt mal, zum Verein gekommen, habe gewusst, dass ich mir das mit harter Arbeit und guten Leistungen erkämpfen habe müssen, auch bei den Fans oder im Umfeld genauso. Der 4:0-Erfolg und mehr noch die Art, wie er zustande gekommen ist, stärkt das Selbstbewusstsein in Hütteldorf. Ja, ich denke, dass wir einfach als Mannschaft gereift sind und dass wir uns jetzt viel mehr als Mannschaft präsentieren wie zum Teil noch im Herbst. Rapid hat also vorgelegt, Sturm und Tirol müssen sich heute anstrengen, um Grün-Weiß nicht aus den Augen zu verlieren. Sturm Graz spielt bei der Wiener Austria und schauen wir uns einmal die Tabelle an vor den beiden Spielen, vor dem Spiel Austria gegen Sturm und Salzburg gegen Tirol. Rapid jetzt mit 56 Punkten voran, dahinter Tirol mit 53, Rapid auch mit dem besseren Tor.